gibst nicht auf, oder? Ja, das war ich da draußen. Überrascht? Ich auch nicht. Steckst du einmal drin, erkennst du deine Mitspieler. Man sieht's in den Augen, Chico. So beeindruckend, wie du heute warst, das ist der Fahrstil, der garantiert Probleme bringt. Eine Menge Leute kommen und nutzen das aus, wollen dir die Krone aufsetzen. Aber es ist mehr als das Können. Jeder hier liebt den Outlaw. Da kämpft einer gegen das System. Du musst dir die Frage stellen, brauchst du als Fahrer wirklich den Rausch? Oder brauchst du es nur, um aufzufallen? Ich hab dir die Daumen gedrückt. Und ich weiß, es macht dich an. Ah, halt dein Handy bereit. Alles klar. Jo, und somit auch wieder willkommen zurück zu einer weiteren Need for Speed Folge. Und zwar machen wir gerade ein paar dieser Outlaw-Rennen. Um irgendwie noch näher an die anderen dann ranzukommen, die ganzen Profis. Und ich habe jetzt zwischendurch auch ein bisschen mal die ganzen Outlaw-Sachen da gemacht. Und das heißt, der Fahrer ist der, wie man gerade in dem Kurzausschnitt gesehen hat, der Travis. Und ja, da muss ich jetzt eigentlich nur zwei Rennen fahren, dann hatte sich das eigentlich auch schon erledigt gehabt. Und ich habe mir einmal gedacht, ich mache das mal ein bisschen so anonym, weil ich mehr, ja, mich auf die Story konzentrieren wollte, aber dann, ja, ich weiß noch nicht, ob das wirklich viel zusammenhängt, aber ich mache das jetzt einfach mal alles, weil wir sind noch nicht am Ende. Am Ende sind wir ja noch lange nicht mit, mit unserer Geschichte, sage ich da mal. Da gibt es schon noch was und das versuche ich halt noch gerade zu bekommen. Aber ja, deswegen, das sind die einzigen Rennen, die ich gerade noch so zu machen habe. Diese Kleinigkeiten, die ich halt immer ausgelassen habe, vor allem mit der Polizei und so. Das hole ich jetzt halt mal noch nach. Boah, das wäre schon wieder knapp. Wow. Das Rennen ist dann mal sehr schnell erledigt. So, 12.000, 12.000, jetzt muss ich der Polizei auch wieder abhauen. Oh, 20 Sekunden, Mission erfüllt, nice. Bekomme ich dann wieder einen Anruf? Nee, erstmal der Polizei abhauen. Ich hoffe, dann geht's weiter. Ja, natürlich. Yo, hier ist Travis. Hab was für dich. Okay, so sieht's aus. Du brauchst eine Karre mit unter 200 Pferden und hast 5 Minuten lang die Cops im Nacken. Viel Glück. Mehr nicht. Na dann gehen wir mal zu unserer Garage. Wir haben 156.000. Da könnten wir uns jetzt eigentlich eine coole Karre herrichten. Wir werden das gleich auf jeden Fall mal einmal sehen. Ja, wir gucken uns das jetzt gleich mal an, was wir da auf die Reihe bekommen. So, wir gehen jetzt mal in unsere Garage. In die Garage. Und da gucken wir gleich einmal. Da schauen wir jetzt gleich mal sowas aus von. So, das heißt, wir können uns jetzt da drüben, ich glaube, wir haben, ja, kaufen wir sich einen Wagen. Da, der Ken's Honeycorn Ford Mustang mit rund 850 PS. Wie verbessert der? PS, 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 PS. PS. Sehe ich da irgendwo was an PS? PS. Ich möchte hier
PS 10. Warum sehe ich denn von den ganzen Fahrzeugen keine PS? Komm, scroll runter. Achso, ich kann mir da eigentlich nochmal die Daten umschalten. Ha! Top Speed 32, Leistung PS 259. 100, 205. Unter 200 muss es sein. 197 Gegenstand kaufen, ja. Und mit dem müssen wir jetzt einfach mal von den Cops ein bisschen davon fahren, ja. Ja, Wagen auswählen, ist natürlich klar. Volles Haus, natürlich. So, volles Haus. Volles Haus. Natürlich dürfen wir uns die Karre jetzt... Ich werde jetzt einfach mal hochkaufen. Ist ja nicht so viel Geld jetzt. Vor allem müssen der Polizei da ja entkommen. Nitro. Boah, da können wir uns noch nicht mal das volle Nitro leisten. Da gibt es noch ein besseres. Komm, wir kaufen den jetzt einfach mal hoch. Wow. 25.000. Na hallo, das wird aber ein teures Auto. Eigentlich ist mir das egal. Ich möchte jetzt einfach noch ein cooles Auto rausholen. Muss der Lamborghini halt noch etwas warten. Ich muss halt vor den Cops abhauen. Ich muss da jetzt ein Rennen machen. Also mit den Cops muss ich mich da jetzt duellieren. Oh, Mann, da habe ich auch noch nicht das Max-Level erreicht, dass da ein cooles Auto zustande kommt. Na, ist ja egal. Wir werden uns jetzt einfach noch da ein bisschen was zusammen mixen. Was kommt es da noch? Was gibt es da? 5.000? Puh, das sind gleich mal ein paar 100.000 weg. Nee, da, so. 7.000, das haben wir schon. Oh, da haben wir, ja, noch nicht ganz. Nitro. Was war denn das andere jetzt? Gehe ich im Gras? Ich bin verwirrt. Was habe ich denn da vorhin gekauft? Ach, ich weiß es nicht. Egal, wir machen jetzt einfach mal alles voll. Treffen. Serie, komm schon, da gibt es noch eine Klasse weiter, da, nein, nein, oh ja, da gibt es noch eine Klasse. Genau, das haben wir schon. So, dann machen wir ein bisschen Tuning. Motorhaube. Jawohl, kaufen. Bodykit-Teile, nee. Front, ja, die schaut cool aus. Gibt's dann noch hier unten? Nee, das wollen wir nicht noch. Ja, nice. Was wir uns dann noch alles kaufen können. Ja, eine fette Tieferlegung. Mir hat die erste eigentlich ziemlich gut gefallen. Diffusion. Der Auspuff, der ist cool. Felgen brauchen wir noch. Mega geile. Oh, die aus Gold. Ja, oh ja, da geht's noch weiter. Nee, die ist cool. Farbe brauchen wir keine. Felgenfarben. Ah ja, Bodykit gibt's keins Fenster. Machen wir total dunkel. Bestätigen, nice. So, Optik Tune, na, das war schon Farbe. Farbe möchte ich ändern. Ha, rot. Nee, machen wir mal. Was machen wir? Violett. Grün, oder so? Na. Das Grün, das hat was. Nice. Änderung speichern. Ja, machen wir einen neuen Speicherslot. Das möchte ich noch kurz gucken. Gibt es jetzt nochmal was mit dem Spoiler? Alter, komm schon, ein cooler Spoiler. Das muss doch gehen. Nice, ja. Der ist cool. Der ist cool, den lasse ich gleich mal. Okay, gut. Garage verlassen. Habe ich jetzt alles gemacht? Ja. Garage verlassen. Ich hoffe, das ist jetzt unter 200 PS. Nicht, dass ich den so aufgemotzt habe, dass der über die 200 PS kommt. Weil ich ja den Motor total aufgetunt habe. Aha, darauf habe ich jetzt nicht geguckt. Aber hört sich schon mega geil an. Entkommen einer 5 Minuten Verfolgung mit unter 200 PS. Ha!
Und ist das Auto, ich muss nochmal in die Garage, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob das Auto unter 200 PS jetzt noch immer ist. Wir haben ja den Motor aufgemotzt. Huh. Das ist jetzt nicht so gut gewesen. Was, also. Leistung. Er hat 859 PS. Ja, dann muss ich da, dann werde ich dann verkaufen. Ah. Ja, Wagen verkaufen, ja. Dann kaufe ich mir halt eben. Na, nochmal. Dann kaufe ich mir den hier. Der sieht doch schick aus. Fahre ich noch mit dem ein bisschen. Wagen auswählen und mit denen fahren wir jetzt halt. Dieses Mal. Ungetunt, ja. Ungetunt fahren wir jetzt mit diesem Fahrzeug. Und dann versuchen wir jetzt mal, den Cops zu entkommen. Aber vorerst müssen wir erst welche finden. Fängt schon wieder gut an die Sache, ich weiß es. Oh mein Gott. Oh meine Güte, das Auto ist so langsam. Oh meine Güte, was ist da? Ja, toll, der hat nicht geguckt. Wie soll ich denn der Polizei aufmerksam machen? Kann man es mal einer sagen? Das Auto ist nicht mal so schnell. Obwohl, wir fahren jetzt hier schon in Orten. Einen Hunderter, mehr sogar. Wow. Wow, damit kann ich sogar um die Kurven fahren, ohne Handbremse anzuziehen. Wow, einfach nur wow. So, was ist jetzt mit Polizei? 5 Minuten muss ich, glaube ich, jetzt durchhalten, oder? Kommen wir in einer 5-Minuten-Verfolgung mit unter 200 PS. Ja, das schaffen wir. Muss man die Polizei wieder finden, und das kann wieder was werden. Da. Ach, das ist gleich ein Totalschaden, egal. Ich versuche damit einfach nur die Polizei zu finden. Polizei, Drahitraho. Das Polizeirevier, wo ist denn das eigentlich? Gibt es nicht irgendwo ein Polizeirevier? Also irgendwo gibt es schon, das weiß ich. Nur wo ist denn das? Keine Ahnung, dann fahren wir halt einfach. Machen wir mal eine mutwillige Zerstörung. Vielleicht kommt uns dann die Polizei entgegen. Einfach. Oh, okay, das kann ich niederfahren. Kacke. So, wo ist denn jetzt die Polizei? Das kann es ja nicht sein. Suche nach der Polizei. Polizei, wo bist du? Ach, beim Canitro, es ist so fad. So langweilig. Oh, da ist eine Baustelle. Da war er, ne? Ich habe sie geräumt. Nee, das ist jetzt ein bisschen doof, ja. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen das machen, aber anscheinend ist das jetzt nicht so gut. Vor allem, mir taucht auch nicht die Polizei auf. Warum taucht nicht die Polizei auf? Wo ist die Polizei? Wo ist die Polizei, wenn man sie braucht? Hallo? Polizei, schon mal wieder. Ich brauche dich. Siehst du, wenn ich denn da unten das Rennen mache? Das Rundkursrennen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich probiere es einmal, ja. Ich bin gespannt, wie schnell das jetzt einfach mal geht. Ob die dann schneller als mein Auto sind oder ob sich die meiner Autogeschwindigkeit allgemein anpassen. Das war jetzt lustig. Die fahren da alle mega schnell. Wow.
Da ist die Polizei. Ich habe die Polizei gefunden. Da ist die Polizei. Nein, Polizei. Polizei, ja komm. Mann, da startet man einfach mal ein Rennen und dann ist gleich die Polizei hinter einem her. So, na komm, Polizei. Gib mir jetzt ein bisschen Spaß mit dem Rennen da. Event verlassen, nice. Naja, sind wir jetzt die Polizei so hinter uns. Ja, wenn man einfach Polizisten sucht, einfach Rennen starten. Nein, ich bleibe nicht stehen. Was fällt Ihnen an? Herr Officer, wir haben schon eine gute Minute. Noch 4 Minuten, dann hätten wir es auch geschafft. Nein, nein. Oh, Herr Officer. Da wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich rechts rüber abbiegen, aber gut. Wenn der Herr Officer es meint. Ja, wir müssen jetzt die 5 Minuten eigentlich um... Alter! Alter! Ich habe die Polizei eigentlich noch nie erwischt. Noch nie. Wo fahren wir denn mit der Polizei? Wir müssen noch 4 Minuten totschlagen. Mann. Aber sie... Oh, ich bremse mal, dann kann die Polizei nach vorne fahren. Schieben wir ein bisschen zurück. So. Und die Polizei, die ist schon... Ganz ehrlich, das kann jetzt eine Herausforderung werden, mit 200 PS abzuhauen. Also, naja, obwohl das ist eh leicht. Die Polizei ist jetzt nicht so schwer, die ist ja total easy. Aber 5 Minuten sind dann schon ein harter Brocken. Und dazu entkommen. Also das wird jetzt auf jeden Fall dann was. Dazu entkommen. Es ist, glaube ich, schon total die Herausforderung, da die 5 Minuten durchzuhalten. Und das sind sogar schon 2. Wow. Nee, einen. Ich will bitte nur einen hinter mir haben. 2 brauche ich absolut nicht. 2 kann man gerne erspart bleiben, ganz ehrlich. Nee, was macht's hier? Macht's keinen Blödsinn. Polizisten, machen Sie keinen Blödsinn, Herr Polizist. Ich brauche sie noch, für 2,5 Minuten. Ja, richtig gehört, Herr Polizist. Ich brauche sie noch für 2,5 Minuten. Jetzt verpiss ich da doch mal. Alter, komm. Lass mich in Ruhe fahren, Herr Polizist. Aber fahr mir noch hinterher. So wie jetzt fährt, gefällt mir das. Wow. Wow, die hätten mich da jetzt schon fast gehabt. Da vorne ist sogar noch eine Straßensperre. Die tauchen jetzt auch nur noch auf, diese Straßensperren, jetzt wo ich sie nicht mehr brauche. Nee, ich muss jetzt selbst ein bisschen aufpassen. Mann, ich musste echt gerade ein bisschen aufpassen. Die Polizisten. Oh, Mann, ich hab's mir schon... Hab's mir gerade gedacht, das kann's jetzt nicht sein. Oh, noch 1 Minute 30, das ist ja die totale Herausforderung jetzt mit den Cops. Ach, leck. Die totale Herausforderung ist das jetzt, ja. Nein. Komm schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Die sind zu doof, die Polizisten. Die rammen sich gegenseitig. Anscheinend haben sie zu viel Geld. Fahren wir, biegen wir da ab? Ne, wir fahren hier. Ah, haha. Einen habe ich verarscht. Noch 1 Minute. Voll verarscht. Mann, das Auto von dem Polizisten ist aber auch schon ziemlich kaputt. Oh, da kommt jetzt noch der zweite. So. Ach, 40 Sekunden. Mann, ich möchte ihn doch jetzt einfach nur entkommen. Das ist schon richtig schwierig. Das ist schon fast wie so ein Sprintrennen. Sind jetzt aber noch beide hinter mir. Oh, und sie versuchen schon wieder. Ja, ja, nice, nice, nice. Sie drehen mich schon, sie drehen mich schon. Sie haben mich sogar richtig rumgedreht, Mann. 20 Sekunden, 19, kommt. 18, 15. Darf ich dann endlich aufs Gas treten? 10, 9, 8, komm schon, komm schon.
Ja, ich kann jetzt schon aufs Gas treten. Oh, einfach abhauen jetzt. Einfach abhauen. 5 Minuten geschaffen, wir müssen ihn jetzt einfach nur entkommen. Ja, die Polizisten sind nämlich total schnell. Da wird es nichts mehr wirklich mit davonfahren. Die muss ich jetzt austricksen, die Polizisten, ja? Oh, das hat er gut gemacht. Nice, einer ist weg. Da ist noch ein zweiter. Und da ist der andere. Das schaffen sie nicht. Das können sie nicht so schnell. Oh, 20 Sekunden und dann hätten wir es geschafft. Mann, wir haben eine Geldstrafe von 6.000, fast 7.000. Fast eine Primzahl, eine schöne. 66666. Leider 6665. Und hier können wir auch nochmal Polizisten enttäuschen. Also jeder, der nicht weiß, wie Polizisten los sind, einfach so kurz bevor so eine Trennwand kommt, irgendwie dazwischen. Das hoffe ich ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sich das mal rumspricht. So. Und ich will mich jetzt wieder in die Garage zurück verkriechen. Garage, Garage, weil ich will jetzt wieder mein anderes Auto haben. Ich will jetzt endlich wieder mein anderes Auto haben. Ich meine, wir werden, glaube ich, mit dem anderen jetzt, was ich so getuned habe, mit dem werden wir jetzt rumfahren, weil der hat ja 800, 900 PS. Ich glaube, das Auto reicht schon. Und dann können wir auch ein bisschen mit dem fahren. Mit dem bin ich fast noch gar nichts gefahren. Der ist ja neu. Bin nur vielleicht einmal kurz rausgefahren und dann gleich wieder rein, weil es eigentlich das falsche Auto war. Hahaha. Ja. Dann können wir gleich nochmal mit dem eine Runde anreißen. Hätte ich einmal gesagt, oder? Oder nicht? So, nochmal eine Runde mit dem starten. So, was ist denn jetzt los? Da. Genau, Wagenhaus will nicht Wagen verkaufen. Na sicher. Gut. Hey yo, Travis hier. Wir haben was Krasses vor. Jeder, also wirklich jeder wird dabei sein. Das wirst du dir doch wohl nicht entgehen lassen, Kumpel. Nein, eigentlich nicht. Habe ich das nicht vor? Eigentlich habe ich das nicht vor, nee. Das können wir gleich machen. Was auch immer du krasses hier davor hast. Mann, das Auto hört sich ja gerade einfach nur zu geil an. Darf ich da mal drauf? One. Nice, nice, nice. So ein kleiner, grüner Schlitten. So, was? Schwierig. Ein Sprintrennen. Das kann wieder was werden. Ein Sprintrennen. Schwierig, schwierig. Na, dann nehmen wir es mal an und jetzt fahren wir die Runde gleich einmal. Vollgas. Oh nein. Ich bin noch so weit vorne. Und mein Auto sollte schnell genug sein. Mein Auto ist eigentlich eh schnell genug, oder? Lieber Travis, du stellst mich ganz schön auf die Probe. Noch weiter mit deinen Rennen. Wahnsinn! Travis ist hier vor mir. Aber gleich ist er hinter mir. Oh, die Kurve hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Aber Travis ist der einzige vor mir, Mann. Oh, ja, verdammt. Alter, er fährt einfach durch, ohne gestoppt zu werden. Das ist ja total unfair. Er ist durchgefahren, ohne Geschwindigkeit zu verlieren. Wie macht er das? Travis. Muss ich... Alter, der ist... Nein. Nein. Nichts wurde da entfernt. Hallo? Stopp! Was ist da los? Ach nö. Ach nö. Gewinne. Ja, ich kann es nicht mehr. Ach. Ach Mensch. Total verkackt. So Leute, dann beende ich diese Folge und nächste Runde geht's weiter und zwar mit einem neuen Rennen, ja?